Καλησπέρα, είμαι η Κλάουδια και σας καλωσορίζω εδώ πέρα στο Soundwerk. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch das Interview sofort unterbrechen. Sie sind keine Comedians, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte, sondern sie sind eine sehr, sehr coole Band und ich freue mich sehr, dass ich euch in meiner Sendung haben darf. The Second Sight, Alex und Dirk heute bei mir. Und bevor Hi. Wir jetzt gleich weiterquatschen, damit okay. Sie erstmal einen Eindruck haben, wie die zwei Jungs überhaupt klingen, sehen wir ihre ganz neue Single und schauen jetzt mal rein. Wir haben gerade die Single gehört, A Place Called Home. Jetzt seid ihr vor 30 Jahren mal als Hindi-Pop-Duo durchgestartet, habt euch dann in den 2000ern getrennt und seid jetzt wieder vereint. Warum der Weg zurück zusammen auf die Bühne? Erstens, man wird älter. okay. Du brauchst ein Hobby. Und möchte natürlich gerne auch wieder ein paar Sachen aufleben lassen. Und man lernt sich letztendlich dann wieder, kann man sagen, nach vielen Jahren, wo wir uns ja nicht gesehen haben, wieder neu kennen. Wie lange habt ihr euch denn jetzt nicht gesehen? 15, 16 Jahre, ja, könnte man sagen, lagen dazwischen. Ja. Und was habt ihr beim ersten Moment, wo ihr euch wieder in die Augen geguckt habt, gedacht? Ja, cool, also, ja. Sieht ja immer genauso aus. Ein paar Falten mehr, aber gut, bei mir ist auch nicht. Stimmt, es waren ein paar Falten mehr, aber wir haben uns jetzt nicht existenziell verändert, ja, in diesem Sinne, ja. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz, Alex, auf den Anfangssatz, weil du bist Grieche, das hat man gehört. Was hast du eben gesagt am Anfang? Kalispera, also schönen Abend, ich bin die Claudia und wir sind hier, was habe ich denn gesagt, im Soundwerk. Und ich glaube, du hast noch gesagt, Dirk, du siehst einfach fantastisch aus, Claudia, du auch und ich freue mich auf einen schönen Abend. Genau das. Genau so habe ich es gesagt. Jungs, wir quatschen gleich weiter. Wir schalten meinen ersten Beitrag. Wir waren in einem sehr, sehr besonderen Museum und da nehme ich euch und Sie jetzt mit hin. Und zwar dem Polizeimuseum Stuttgart. Das ist überhaupt nicht üblich, wie man hier reinkommt. Sie sehen schon, hinter mir öffnet sich gerade die Schranke und man darf auch nicht einfach so rein, sondern man muss sich mit wichtigen Menschen treffen, die mit diesem Museum sehr viel zu tun haben. Michael Kühner, schönen guten Morgen. Schönen guten Tag. Guten Tag, grüße Sie. Wenn man hier als Besucher reinkommen will, muss man durch die Schranke, man muss sich hier melden, muss man irgendwie Fingerabdruck noch geben oder? Der Museumsführer, der Guide holt Sie hier ab, bringt Sie dann geschlossen in den Museumsbereich und dann wieder geschlossen zurück. Das heißt also, es ist fast wie eine Haftanstalt. Man wird geschlossen reingebracht und darf dann, wenn man anständig ist, wieder in die Freiheit. Dann schauen wir uns mal Ihr Schmuckstückchen an. Hier passiert ja nichts, gell? Mein Handy und mein Schlüssel. Alles gesichert hier. Ah, ich sehe, Herr Kühner, Sie haben die Haare heute auch nicht gemacht, genauso wie ich nicht. Nein, ich trage sie heute offen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sieht man hier von der Polizei eigentlich alles, was die Polizei, wo die Polizei grob mit zu tun hat. Genau. Hier sieht man zum Beispiel schutzpolizeiliche Aufgabenbereiche, alles, was sich in der Öffentlichkeit abspielt. Recht und Ordnung. Es gab ja schon 1875 ein Edikt von einem König hier in Stuttgart, der gesagt hat, die Bürger dürfen ihre Hühner nicht auf die Straße kacken lassen, ja. Und die Polizei musste dann das Ordnungsgeld eintreiben. Also Sie sehen immer wiederum, wir waren immer zuständig für Ordnung und Sauberkeit und Recht, dass der Bürger sich frei bewegen konnte. Als wir so reingegangen sind ins Polizeimuseum, da waren Sie so sehr, sage ich mal, lässig und locker. Und jetzt merke ich hier im Polizeimuseum, da wird der Ton so ein bisschen strenger, Herr Kühner. Merken Sie das persönlich auch, dass Sie hier so ein bisschen anziehen? Nein, nein, ich ziehe nicht an, werde auch nicht strenger, sondern ich bin jetzt wieder in meinem Beruf. Ja. Und ich bin jetzt wieder mittendrin im Geschehen, was in dieser Stadt passiert ist. Und automatisch kommt so und automatisch hin, ja, redet man sich ein klein bisschen in Rage. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, jetzt gehen wir mal hier in unsere Zeitreise, gehen wir mal hier etwas zurück. Das ist jetzt, Herr Kühner, so ein Fall, ne, wie ein Polizist zum Mörder wurde. Ja, das ist ein ganz brutaler Fall, einer der rätselhaftesten und grausamsten Mordserien der Bundesrepublik, insbesondere in den 80er Jahren. Und es war natürlich für uns alle dann ein furchtbares Erwachen zu erleben, wie ein Kollege, ein 24-jähriger Obermeister der Hundestaffel aus Stuttgart, kaltblütig mehrere Menschen erschossen hat. Das war natürlich eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Und das hat natürlich diese Stuttgarter Polizei insbesondere natürlich auch tief getroffen. So, eines der wichtigsten Sachen auch, und jetzt wird es ein bisschen harmloser und ein bisschen besser für meinen Magen, weil mir wird schon komisch, wenn ich diese Mordgeschichten höre, ist, dass die Polizei den Verkehr regelt. Und früher war das wirklich so, dass ein Polizeibeamter an diesem Schaltkasten stand
und Knöpfchen gedrückt hat, dann entschieden hat, wann es rot und grün wird? Ja, und dann hat er hier den Handbetrieb eingeschaltet und hat dann die Ampelphase so gesteuert, wie der Verkehrsfluss war. Also wenn mehr Aufzugs fuhren, hat er diese Phase verlängert. Und wenn weniger kamen, hat er sie verkürzt. Und wenn er gesagt hat, der mit der Nase passt mir nicht, den lasse ich jetzt mal stehen, dann hat er auch mal länger auf Rot gelassen. Nein, das ist ja so, dass die Polizisten nie nach persönlichen Gesichtspunkten arbeiten, sondern immer nur nach Recht und Ordnung. Herr Kühner, es war total spannend. Wir haben zwar nur einen Bruchteil kennengelernt, aber es lohnt sich wirklich. Und vor allen Dingen, Sie haben auch tatsächlich mal einen Preis gewonnen, gell, für dieses Museum. 2015 den Baden-Württembergischen Museumspreis für nichtstaatliche Museen. Damit sind wir eigentlich sozusagen wirklich ein Museum und nicht nur eine Ausstellung oder eine polizeigeschichtliche Ausstellung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank für den Einblick und wir schalten jetzt zurück zu meiner Band. Kommen Sie noch kurz mit? Jawohl. Also gucken zumindest. Ja, und wer keine Zeit hat, in das Museum zu gehen, obwohl ich Ihnen es wirklich empfehle, kann auch dieses Buch kaufen, Blaulicht im Kessel, da steht alles drin, also eine sehr coole Geschichte. Seid ihr schon mal mit der Polizei irgendwie aneinander geraten? Ja, früher so ein bisschen beim Mofa, beim Mopedfahren. Dass da mal irgendwie kritisiert wird, sie haben da ein zu großes Ritzel drauf oder der Auspuff ist zu laut oder irgendwelche Dinge. Genau, aber wir sprechen jetzt, wir müssen doch ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, weil, aber nicht über eure Polizeivergangenheit, sondern ihr habt als Synthie-Pop-Band angefangen, das macht ihr heute auch noch und Depeche Mode ist so die Musik, die euch inspiriert hat und ich habe gelesen, dass Depeche Mode sagt, ihr seid wirklich uns ebenbürtig. Ja, wir hatten in den 80ern da schon guten Kontakt, das kann man sagen. Also, und hat man sich kennengelernt und dann kam auch dieses Thema auf, wie man sich so findet. Und gab es Gelegenheit, mal was vorzuspielen. Und dann fand ich es ziemlich gut und sage, hey, okay, sollten wir euch mal mitgehen, wir nehmen auf Tour. Leider ist es nicht dazu gekommen. Aber ja, es gibt natürlich eine tiefe Verbundenheit, weil man mit so einer Band eben in einer Generation mitwächst. So wie ich jetzt mitbekommen habe, kommen die auch wieder nach Stuttgart im Sommer. Da wäre doch die Möglichkeit, sich als Vorband reinzuschmuggeln, Alex. Ha? Das wäre es doch, oder? Ja, natürlich. Das wäre natürlich prima, aber irgendwo müssen wir Realisten bleiben, eben Second Sight, die Realität und das Wunschdenken. Aber ja, natürlich ist das toll. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was passiert. Klar. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter, schalten ganz kurz weg und sind gleich wieder da. Wir sind zurück mit The Second Sight und ihr habt euch 2001 getrennt? Ja, wir machen ja Musik schon seit 88 oder wann haben wir angefangen, glaube ich, genau. Und dann war irgendwann mal, ja, wir hatten eine Tour zu der Zeit und hatten uns da recht viel erhofft, aber leider ist es eben dann doch nicht so geworden, wie man es sich gewünscht hat. Und dann hat jeder irgendwo auch irgendwo, ja, hat man sich aus den Augen verloren, Familie, heiraten, Kinder und so weiter. Also das, was jeder mal irgendwo durchmacht. Ist das rückblickend, Dirk, der richtige Schritt gewesen, diese Pause und jetzt wieder zusammen? Oder denkst du so, ach, warum haben wir nicht einfach weitergemacht und die Arschbacken zusammengekniffen? Stimmt, also rein emotional ja, weil wenn man jetzt zurückschaut und jetzt sieht, wie es gut funktionieren kann, wie wir auch zusammen das wirklich klasse hinbekommen, es schwingt schon eine gewisse Wehmut dahinter her, so viele Jahre Pause gemacht zu haben. Ist aber so. Wir sind heute im Soundwerk, wo ihr ein bisschen spielen werdet. Und ihr werdet gleich für uns auch nochmal zum Abschied der Sendung live performen, ganz exklusiv. Jetzt schalten wir nochmal in meinen nächsten Beitrag. Und zwar waren wir bei der Tourengala. Könnt ihr euch darunter irgendwas vorstellen? Nee, nicht wirklich. Dann schaut mal rein. Ja, und Sie kennen mich jetzt schon ein Jahr mit meiner Sendung Puls. Ich habe Ihnen bis jetzt vorenthalten, dass ich jonglieren kann. Mit diesen Bällen möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, was ich noch kann, außer nur moderieren. Also schauen Sie zu und los geht's. Eine meiner besonderen Stärken ist, dass ich das auch mit Augen zu kann. Ja, schön wär's, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Jetzt zeige ich mal, wer hier wirklich jongliert und was ich nur mit diesen Bällen kann. Das sind Inga. Renn nicht weg, Inga. Komm doch schnell rein. Inga und Manuel von Jonglissimo. Du darfst jetzt noch ein bisschen ausruhen und der Mann muss ein bisschen mit mir quatschen. Dankeschön. So, Manuel, das war jetzt ja schon mal sehr beeindruckend, sage ich dir ganz ehrlich. Du bist mit dabei bei der Tourengala. Was ist für dich das Besondere? Dass einfach die Qualität der Akteure hier wirklich unglaublich hoch ist. Die kommen ja aus der ganzen Welt, aus Japan, aus Kanada, aus der Schweiz und ich aus Österreich. Und du hast auch Keulen dabei. Was kannst du mit denen machen? Ja, die Keulen sind so mein Lieblingsrequisit. Warum? Alleine durch die Form kann man mit den Keulen ganz viele verschiedene Tricks machen. Das heißt, hier gibt es einfach nochmal viel mehr Manipulationsvarianten, die man einfach mit Bälle dann nicht so hat. Auf was freust du dich jetzt heute Abend bei deinem Auftritt am meisten? Die Leute machen super mit und es ist immer wieder schön, dann vor dem Publikum stehen zu dürfen. Und da oben, wenn du mal mit der Kamera schwenkst, da winkt sie,
ist Claudia Marx, das ist die Regisseurin, die das Ganze hier unter Dach und Fach gebracht hat. Mit der quatschen wir jetzt noch und vorher schauen wir uns ein paar Impressionen an und dir ganz viel Spaß heute Abend und wir sehen uns gleich wieder oben bei Claudia. Sind wir angekommen bei der Frau, die hier alles in den Händen hat, Claudia Marx. Sie sind die Regisseurin. Können Sie mal uns einen Einblick geben, was bedeutet es, wenn man bei einer Turngala Regie führt? Man denkt sich ein Thema aus, was man darstellen will und dann versucht man musikalisch und künstlerisch dieses Thema auch darzustellen. Was erwartet den Zuschauer, wenn er in die Show kommt? Wir haben den Erwin aus der Schweiz. Wir haben ja die Sparda-Bank im Bühnenbild integriert und er wird vor allen Dingen auf der Sparda-Bank wird er seine Gags bringen. Also ich freue mich darüber. Das ist sozusagen der rote Faden. Das ist ein sehr poetischer Komödiant. Und ansonsten große Artistik, tollen Turnsport. So, und Sie haben ja einen total straffen Zeitplan und haben sich jetzt mal, Gott sei Dank, vielen Dank dafür, kurz Zeit genommen. Jetzt müssen Sie weiterarbeiten. Nochmal kleine Probe mit wem? Ja, das ist die örtliche Vorgruppe MTV Ludwigsburg, die ihre letzte Probe jetzt haben und dann ist auch schon fast Einlass. Okay. Wunderbar. Ja, dann viel Spaß und danke fürs Interview. Vielen Dank. Meine Sendung endet traditionsgemäß auch im neuen Jahr mit zwei Veranstaltungstipps. Wo soll es hingehen? Unbedingt 17 Hippies im Witzemann in Stuttgart. Oder Sie gehen auf die Tourengala. Am 13.01. sind die nämlich nochmal in Stuttgart. So, wir hören euch jetzt nochmal live on stage. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, euch nochmal live zu hören. Mit was, Alex? Eine Coverversion von With or Without You von YouTube. Und warum wir jetzt gelacht haben, bleibt unser Geheimnis und ganz viel Spaß.